Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, ich bin jetzt schon auf Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Moment. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir bereit. Jetzt gehen wir loslegen. Wir reden heute nochmal über das King Kong 5 Pro von Cubot. Das ist ein Outdoor-Smartphone. Ich habe den Kurztest vor 2 Monaten gemacht und eigentlich hatte ich jetzt gar nicht vor, nochmal darüber zu reden. Was ist anders an dem King Kong 5 Pro? Nun, es ist erstmal ein Outdoor-Smartphone. Das sieht man ja schon so ungefähr in der Optik. Aber es kommt halt auch mit einem 8000 mAh starken Akku daher. Und da dachte ich mir, nee, den Akkutest, den muss ich als Minimum noch nachreichen. Das wird jetzt also kein vollumfängliches Review. Wir reden noch so ein bisschen über die Leistung. Wir rekapitulieren nochmal so das Datenblatt, damit ihr wisst, worum es geht und was es aktuell kostet, damit man sich allgemein auch ein bisschen, also die notwendigsten Informationen, die werde ich schon noch droppen. Es kommt halt auch nochmal ein Leistungstest, ein Akkutest und auch nochmal ein kurzer Gaming-Test. Okay, 8000 mAh, das wollte ich dann doch nicht ignorieren. Erstmal Kostenpunkt, bei eBay kostet es 170 Euro, Banggood hat es erst gar nicht zum Import, keine Ahnung warum. Bei Amazon kostet es 219 Euro. Das ist wirklich ordentlich teuer. Ich habe auch das Gefühl, dass die Smartphone-Hersteller im Moment die Preise anziehen. Normalerweise waren die Geräte so für 100 Euro zu haben. Man muss aber auch dazu sagen, bei Amazon wird es wesentlich teurer gehandelt als bei eBay. Also in dem Fall würde ich wirklich Ihnen empfehlen, es bei eBay zu kaufen, weil bei eBay kommt es auch aus Deutschland in dem Fall. Okay. Es ist ein Outdoor-Smartphone, natürlich mit Android 11. Es ist ein aktuelles Gerät. Kommt mit den Helio A25 daher. Also ein relativ aktueller SoC von MediaTek. Das ist mal ein vergleichsweise aktueller SoC, denn der ist vom Februar 2020. 64-Bit, 8-Kerner. Ja, die A-Serie hat auch viele 4-Kerner, das ist aber ein 8-Kerner, der mit maximal 1,8 GHz taktet und mit der IMG PowerVR GE8320 daherkommt. Kennen wir alles schon so ein bisschen. Sicherlich kein schlechter SoC, aber in dem Preisbereich haben wir nun mal schon P60 oder P70, die einfach mehr Leistung bringen. 4 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Festspeicher, das Display ist 6 Zoll groß, ein HD Plus Panel, IPS HD Plus, 1560x720, kein Full HD Plus Panel. Aber es ist eben ein Outdoor-Telefon. Wir haben eine 48 Megapixel Kamera von Sony, dazu kommt noch eine 5 Megapixel Makro-Kamera, was okay ist. Und dann noch eine fotosensitive Linse mit 0,3 Megapixel. Wo man wieder nicht so genau weiß, was die eigentlich machen soll. Die Hauptkamera, Quatsch, die Frontkamera löst mit 25 Megapixel auf. Wir haben G, 2G, 3G, 4G. 4G hier inklusive Band 20, selbstverständlich. Wir haben Wi-Fi AC, wir haben Bluetooth 5, wir haben USB-C. Das Gehäuse ist, weil es ein Autogerät ist, selbstverständlich nach IP68 zertifiziert. Das heißt, es ist staubdicht. Es ist aber auch wasserdicht. 30 Minuten 1,5 Meter Tiefe. Darüber hinaus ist es auch IP69. K zertifiziert, das ist noch ein bisschen krasser und was auch nochmal das Gehäuse angeht, das ist natürlich stoßsicher, es ist gepanzert, hält einen gewissen Temperaturbereich aus, alles dann nochmal nach Militärstandard 810G, das kann man auch mal nachgoogeln, genauso wie IP69K, also im Großen und Ganzen aber eben für Outdoor ziemlich gut geeignet. Soweit erstmal zu dem Datenblatt. Nun aber zu dem, was wir im Kurztest noch nicht behandelt hatten, den kann ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr den Lieferumfang euch nochmal anschauen könnt. Wir haben hier Android 11 Stock, bedauerlicherweise in den 2 Monaten ist mir kein Update angeboten wurden oder es hat sich selbst installiert. Wir können hier einfach nochmal nachschauen. Hier aktualisiert auf Android 11 und da haben wir ein Sicherheitsupdate vom 5. April 2021. Also offensichtlich wurde das inzwischen nicht nochmal aktualisiert. Inwiefern hebt sich das Keyboard von anderen Geräten ab, außer dass es ein Outdoor-Gerät ist? Natürlich der Akku. 8000 ist tatsächlich eine echte Ansage und sowas lesen wir tatsächlich sehr selten. Also schauen wir hier mal im PC Mark an. Da sehen wir schon mal das Ergebnis vom ROG 3.0 Performance Test. 4540 Punkte. Es ist nicht besonders stark. Performt auch nicht besser als zum Beispiel im P23. Im Akkutest kommen wir dann auf 15 Stunden 53, also rund 16 Stunden. Gegenüber den Ergebnissen von anderen Telefonen ist das sicherlich ein ziemlich starker Wert. Die Flaggschiffe von Xiaomi, von OnePlus, von Oppo beispielsweise, da haben wir ja Werte gehabt, die teilweise wirklich weit drunter lag. 15 Stunden und 53 läuft hier also der ROG 3.0 Performance Test von PCMark in Endlosschleife bei 50% maximaler Displayhelligkeit und 50% maximaler Lautstärke, bis der Akku runter ist. Und meiner Erfahrung nach, wenn ich mir also das alles so anschaue, wir haben hier den A25, dann haben wir hier ein HD Plus Panel IPS. Bei 8000 mAh müsste eigentlich ein bisschen mehr rauskommen. Also 16 Stunden haben wir. Erwartet hätte ich erst zwischen eigentlich als Minimum 18 Stunden, vielleicht auch 20 Stunden. Weiß also nicht, ob der hier tatsächlich die 8000 auch liefert oder ob da Qbot ein bisschen was dazu gemogelt hat oder aber ob das System halt tatsächlich einfach mehr Spritverbrauch, als ich jetzt gerade mal so schätze. Weil, ja, das Display, sicherlich, wir haben nicht die Auflösung, aber es ist auch nicht so klein, wie wir sehen, ist rein von der Displayfläche her, jetzt nicht gemessen an der Display-Diagonale, aber es ist jetzt kein Wert, der mich jetzt tatsächlich so richtig aus den Socken haut, wo ich sage, oh meine Güte, der ist so unfassbar hoch. Letztendlich ist das jetzt wirklich nur hier meine Einschätzung, basierend auf meinen Erfahrungen. 16 Stunden ist in der Summe dennoch ein Wert,
mit dem die meisten Geräte nicht konkurrieren können. Beispiel, mein geliebtes Flaggschiff, das Meizu 18 Pro, das kommt so ungefähr auf 8 bis 9 Stunden rund die Hälfte. Das ist eben das Problem der Flaggschiffe von 2021. Das ist ein Flaggschiff ja mit den 888er und natürlich ein 90 Hertz Panel. 2K-Auflösung, glaube ich, ja, und das zieht natürlich super am Akku. Und wenn wir uns also mal so andere Werte von aktuellen Telefonen eben zum Vergleich heranziehen, ist 16 Stunden immer noch ein fantastischer Wert und nur wenige Geräte kommen da ran. Geekbench 5. 140 Punkte im Single-Core, das würde ich jetzt gern größer machen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich lese es einfach vor. 140 Punkte also im Single-Core, 720 Punkte im Multicore-Test. Ist natürlich Blödsinn, das zu vergleichen, aber für diejenigen, die sich gerade dafür interessieren, wir haben beim 888er haben wir 915 im Single-Core, ja, zu 140 und 3294 im Multicore, ne, zu 720. Aber das ist natürlich ein absoluter Flaggschiff-SoC, der aktuell auch kaum ausgelastet werden kann von irgendwelchen Apps. Also das ist schon ein bisschen fernab jeder Nutzbarkeit. Hier muss man sagen, wie es ist. Das System läuft soweit ganz vernünftig. Ich habe jetzt keine Probleme. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Keine großen Ruckler. Alle Apps, ja gut, Antutu funktioniert leider nicht. Keine Ahnung, bleibt einfach mal hängen. Fand ich ein bisschen blöd. Ansonsten geht alles, zum Beispiel hier auch Call of Duty. Das können wir hier auch mal anschmeißen. Können wir ein kleines Game machen. Ich bin ja schon drin, habe mir schon das Update gezogen, das aktuelle. So, Gaming funktioniert auch ganz gut. Grafik ist auf gering eingestellt. Bildrate auf mittel. Alles deaktiviert. Also es läuft auf jeden Fall flüssig, habt ihr ja gesehen. Lässt sich auch ganz gut zocken. Hier ist noch eine Display-Schutzfolie drauf, die offensichtlich so hochwertig ist, dass man einen recht geringen Reibungswiderstand hat. Obwohl es geht, sagen wir mal mittel. Man sieht schon, wie es verschmiert. Aber die kann man ja zur Not auch runternehmen, dann geht schon klar. Obwohl das Gerät ja sicherlich nicht dünn ist und auch jetzt nicht unbedingt leicht. Es liegt gut in der Hand, man kann gut spielen. Displaygröße ist auch soweit ganz in Ordnung. Und mit dem Akku hat man auch eine Weile Spaß dran. Grafikdetails sicherlich alle auf niedrig. Sound ist eher mäßig, definitiv. Aber geht zum Zocken. Hier haben wir noch einen Fingerabdruckscanner. Der ist allerdings nicht der Power-On-Taster, der ist drüber. Wir haben hier eine zusätzliche Taste. Ist jetzt belegt mit der Kamera. Das ist ganz praktisch, weil kann ich jetzt sofort Klick halten, ein Foto machen, das ist ganz normal. Und ja, ich wollte nur mal kurz mit euch drüber reden und das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Also mir ging es jetzt vor allem noch um den Akkutest, um euch zu zeigen, wie performt eigentlich ein Akku, der so eine Kapazität hat. Es ist ein Autogerät, es macht sehr einen soliden Eindruck, es ist wirklich gut verarbeitet. Es ist im Gegensatz jetzt zu dem WP15 zum Beispiel von Ukitel, ist das hier auch uneingeschränktheits daily einsetzbar. Sicherlich ist es immer noch relativ schwer, ist immer noch relativ dick. 310 Gramm in dem Fall. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass WP15 von Ukitel, das kommt mit einem halben Kilo da. Also 489 Gramm, glaube ich. Es ist gewichtsmäßig näher an ein Daily. Heutzutage, die Flaggschiffe wiegen um die 200 Gramm, dass ihr eine kleine Vorstellung davon habt. Soweit ganz okay, aber ich hätte mir eigentlich in dem Preisbereich schon einen besseren SoC gewünscht. Vielleicht gibt es da auch mal die ein oder andere Aktion, dass das Gerät dann halt billiger kostet. Im Moment Gutscheincode gibt es nämlich nicht. Bei eBay kostet es eben 170 Euro. Das ist schon eine ganz andere Ansage. Wir reden von fast 50 Euro preislichen Unterschied. Man muss dann aber auch tatsächlich eben auf Outdoor stehen oder es auch benötigen. Natürlich auch die Laufzeit, ist ja klar. Und ansonsten hat Cuba dann natürlich ganz starke Konkurrenz, zum Beispiel von Poco. Und da wird es dann mit den technischen Daten schon echt knapp. Da braucht man dann wirklich tatsächlich halt ein Outdoor-Telefon. Und dann braucht man auch die Akkukapazität oder halt beides in Kombination. Okay, soll es gewesen sein. Ich verlinke es euch für alle Interessierten natürlich trotzdem unten in der Videobeschreibung. Vielleicht findet ihr es irgendwo noch als Import. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wenn ja, zeigt mir eure Liebe. Wenn nicht, zeigt mir auch eure Liebe. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tja. Thank you.